Gibt es mittlerweile Waffenstillstand zwischen Ihnen und den Kritikern, Lisa Eckert? Also Kritiker mit einer gewissen Autorität gehen sehr liebevoll mit mir um. Kritiker, die einfach nur digitale Marktschreier sind, finde ich, sind dieses Titels nicht würdig. Kritiker ist für mich ein Reich Ranitzky und nicht irgendein Dahergelaufener auf einem sozialen Netzwerk. Und mit denen Frieden zu schließen, ist nicht schlicht, glaube ich, nicht möglich, weil darauf sind sie nicht aus. Da ist eine Dauererregung am Werk, die sie irgendwie am Leben hält, die will ich ihnen nicht abstellen. Aber ich muss mich damit auch gar nicht beschäftigen, weil, wie gesagt, also gewichtige Stimmen, deren Verrisse sind höchst amüsant und zeugen selbst von einer Liebe zur Sprache, oder sie sind mir eben sehr geneigt, und das ist dann auch natürlich schön. Und der Rest, deren Frieden kann ich nicht, für den kann ich nicht sorgen. Ich habe meinen mit mir geschlossen, das ist das Wichtigste. Endlich sind Sie wieder zu Hause in der steirischen Heimat. Wie fühlt sich denn das an? Ach, es ist dermaßen lange her, dass ich eigentlich schon froh bin, wenn Sie mich nicht mit Missgabeln ausjeigen, weil Sie meinen, ich hätte Sie verraten und verlassen. Ich bin immer noch erstaunt, wie wohlgesonnen man hier mir gegenüber ist und mich immer noch als eine von Ihnen erachtet. Das freut und ehrt mich sehr. Woher rührt dann dieser Selbstzweifel? Weil ich jetzt, glaube ich, nicht schweren Herzens fortgezogen bin. Und ich hatte immer die Angst, dass man mir das sowieso... Also jetzt ganz im Ernst, ich würde es auch allen Österreichern vorwerfen, die nach Deutschland exiliert sind und sie als Vaterlandsverräter beschimpfen, auch wenn ich selbst dazugehöre. Also ein bisschen Groll finde ich auch durchaus gerechtfertigt. Wobei jetzt mit Ihrem übermaßen erfolgreichen Dasein bekommt man eher mehr Zustimmung und Ehrung auch jetzt zu Hause. Ja, trotzdem schickt es sich nicht, nach Deutschland auszuwandern. Völlig egal, wie viel Erfolg man dort einheimst. Also als Österreicher hat man gefälligst, irgendwie nach Frankreich zu gehen oder was Mondäneres, aber nicht zu unseren tölpelhaften, grobschlächtigen Nachbarn. Wobei, darüber werden wir ja heute auch noch sprechen, dass Sie doch eine Zeit lang auch in Frankreich waren. Das neue Buch handelt ja auch über Ihre Erlebnisse beziehungsweise Ihre Annäherung an Paris. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Interview mit anderen Leuten gesprochen und jeder zu mir gesagt, wird es dir gelingen, auch die private Lisa Eckert zu bekommen? Ich glaube, die ist immer anwesend. Man denkt das einfach nicht. Das ist seltsam. Je schamloser ich mich öffne und je privater ich werde, desto mehr halten es die Leute für eine Lüge und eine burleske Verkleidung. Das ist irgendwie ein Fluch und Segen, dem ich nicht auskomme. Aber privater wird es, glaube ich, nicht als auf der Bühne. Also dort bin ich so offen und ehrlich, wie ich es zu meinen nächststehenden, Freunde ist vielleicht zu viel gesagt, Menschen bin. Also niemand wird so viel von mir selbst kriegen wie das Publikum. Niemand der Verwandten oder, ja, wenn man so will, Freunde. Und Sie werden heute viel von Lisa Eckert bekommen, auch Privates. Wenn man Lisa Eckert im nasalen Schönbrunner Deutsch sprechen hört, würde man nicht meinen, dass die heute 30-Jährige eine gebürtige Steirerin ist, und zwar aufgewachsen bei ihren Großeltern in St. Peter-Freienstein. Ihrer Großmutter haben Sie auch Ihren ersten Roman Omama gewidmet. Warum sind Sie denn eigentlich bei Ihren Großeltern gelandet und nicht bei den Eltern? Ach, das weiß ich nicht. Also mit einem Jahr, wo diese Entscheidung getroffen wurde, da hatte ich noch nicht viel Mitspracherecht. Ich wurde dorthin verfrachtet und für den Rest war der Weltgeist zuständig, der offenbar das für eine gelungene Mischung hielt, also dieses ländliche Milieu und die Großeltern, um da eine wunderbare Bühnenfigur zu züchten mit diesem Hintergrund. Und ich bedauere es nicht im Geringsten, so rückblickend. Was sind denn so die schönen Erinnerungen, die prägend auch geblieben sind? Also das Beste wahrscheinlich, wenn man bei den Großeltern aufwächst, ist diese Langsamkeit, die einem auch nicht auszutreiben ist, auch jetzt in dieser, und da klinge ich wahrscheinlich schon sehr geriatrisch, schnelllebigen, technologischen Zeit, der ich mich seither immer verwehrt habe und ihr sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe und da sehr ähnlich bin meiner Großmutter, die heute noch nicht weiß, was das Internet ist und wozu man das eigentlich brauchen sollte. Und ich glaube, so bin ich auch bis heute geblieben. Wollen Sie auch nicht aufklären? Nein, 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 weil ich es ja auch selbst nicht weiß, beziehungsweise ich weiß, was es ist, aber um die Notwendigkeit weiß ich genauso wenig wie meine Großmutter. Welche Rolle spielt denn heute noch Ihre Großmutter für Sie? Ist es im Endeffekt so eine moralische Korrektur?
Ich glaube, es ist eine immoralische Korrektur eher. Es ist lustig, dass ich heute von ihr zu Hause hierher aufgebrochen bin. Also ich habe sie heute noch besucht. Und nein, sie ist definitiv kein Über-Ich. Sie ist höchstens so ein Über-Es. Also etwas, was schon für die dunklen, gefräßigen Anteile in mir zuständig ist. Also wenn man jetzt wirklich rein auf das Kulinarische geht. Und ansonsten, ich habe sie versucht, in dem ersten Roman irgendwie psychoanalytisch wahrscheinlich auch greifbar zu machen. Es ist mir nicht gelungen. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich glaube, so geht es jedem mit seiner Großmutter, die ja ein Archetyp in der Literatur und in wahrscheinlich jeder Biografie ist. Sie werden Ihrer Großmutter das Buch gegeben haben. Sie wird es auch gelesen haben. Haben Sie jemals nachgefragt, wie es ihr gefallen hat? Ja, sie hat es jetzt zum zweiten Mal gelesen, was ich schon als wichtigere Auskunft empfinde als jegliche Kritik, die sie dann verbalisiert. Sie hat es nochmal gelesen und sie hat, also beim ersten Mal lesen war sie sehr schockiert und jetzt hat sie ihre Meinung geändert auf, sie hätte es gern in ihrem Sarg als Kopfpolster liegen. Ich war bei ihrem Kabarett in Weiz dabei, wo ihre Großmutter den 90. Geburtstag gefeiert hat und sie waren dort im Programm auch dementsprechend deftig. Da habe ich mir gedacht, was wird sich jetzt die Großmutter jetzt über ihre Enkelin denken? Die Großmutter hat, um sich diesen Schein der perfekten Enkelin nicht zu verderben, wohlweislich ihr Hörgerät ein bisschen niedrig gestellt. Das hat sie mir aber erst eine Woche nachher gesagt. Als ich sie ausgefragt habe bei diesen und diesen Pointen, weil ich auch neugierig war, zieht sie es irgendwo zusammen, vor allem die Stellen, wo sie selber vorkommt. Aber das hat sie alles wohlweislich überhört scheinbar. Ich habe sie gesehen, ja, und ich habe mir auch vorher geschworen, dass ich jetzt nur, weil meine Familie anwesend ist, nichts rausstreichen werde. Natürlich hatte ich ein bisschen Sorge, aber ich wollte, so feig wollte ich nicht sein. Ich wollte den Weizern nicht jetzt ein zensiertes Programm zumuten, nur weil da meine Großmutter sitzt und ihr eigentlich genauso wenig. Wir plaudern gleich weiter, nämlich über das Verhältnis Lisa Eckert zu ihrem Publikum. Wie bitterböse auch so manche Kritik zu Lisa Eckert auch ausfallen mag, eines kann man ihnen nicht nehmen. Sie sind hochintelligent, wahnsinnig schnell im Denken formulieren und sind ein außergewöhnliches Sprachentalent, sprechen perfekt Französisch, Englisch und Russisch. Und ich habe über Sie gelesen, keine andere Platinblonde ist so schön und schlau wie Sie. Das bestätigt sich auch in der Schulzeit. Sie haben bereits mit 17 maturiert und das mit Auszeichnung. Was hat Sie denn eigentlich so angetrieben? Das kann ich nicht mir selbst zuschreiben. Ich hatte gute Lehrer und ich hatte gut aussehende Lehrer. Ich war immer so eine, die schnell verliebt war in ihre Lehrer, aber ich konnte mich Lehrern nur nähern, wenn ich eine Eins hatte. Weil sonst wäre es mir peinlich gewesen, meine amorösen Avancen, dass die das missverstehen, als ich möchte meine Noten aufbessern. Und das wollte ich nicht. Deswegen war ich sehr beflissen, in jedem Fach eine Eins zu haben, damit ich dort, sollte ich mich mal in den Lehrer verlieben, auch wirklich getrost auf den zugehen kann, ohne dass er glaubt, ich bettel da um eine Halbnote. Haben Ihre Eltern das seinerzeit schon so mitbekommen, wie Sie denken? Heutzutage würde man sofort einen Therapeuten zu Rate ziehen. Meine Eltern wussten das zwar, aber die haben das immer nur als kreative, drollige Auswüchse gesehen. Also die Lehrer haben sehr früh schon zu Therapeuten geraten und ich bin meinen Eltern heillos dankbar, dass sie immer nur gesehen haben, das wird mal spannend in der Berufswahl, aber es gibt keinen Grund zu medikamentieren. Ihre Mutter ist Lehrerin. Ich glaube, hier wäre im Endeffekt auch der Wunsch da gewesen, dass Sie diesen Beruf ergreifen? Meinerseits, ihrerseits nicht. Aber ich glaube, sie hat viel früher erkannt als ich, dass ich dafür nicht geeignet bin. Also weil ich brauche ein älteres Publikum, was nicht mehr so viele Personenrechte besitzt wie Kinder, die man vor allem geistig unbeschadet wieder aus einem Raum lassen sollte. Und dafür bin ich zu grobschlächtig, glaube ich, in meinem Humor. Sie haben mit 17 maturiert. Ein sehr gut in allen Fächern. Haben Sie jemals Ihren IQ testen lassen? Nein, weil ich glaube, er ist unter 100. Manchmal habe ich Sorge, weil ich so einzelne Testaufgaben gemacht habe und heillos gescheitert bin. Also in allen Logik und diese einfachsten Rechenaufgaben versage ich kläglich. Ich glaube, da ist grundsätzlich keine große Verwertbarkeit für meinen Geist, außer auf der Bühne für Satire. Aber in jedem naturwissenschaftlichen Milieu wäre ich, glaube ich, gefährlich unterbegabt.
Das habe ich jetzt auch erfahren, dass Sie ja bei diversen Schauspielschulen unterkommen wollten, dann 20 Mal eine Absage bekommen haben. Hätte Sie heute das interessiert, wie die über Sie denken, die Ihnen seinerzeit diese Absagen en suite gegeben haben? Ja, ich glaube, die werden alle sehr dankbar sein, dass dieser Kelch an ihnen vorübergegangen ist. Also ich glaube nicht, dass da jetzt wer denkt, mein Gott, was haben wir für einen Fehler begangen. Die sind jetzt nochmal froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, weil sie mit mir letztlich nur Scherereien gehabt hätten und ich glaube, niemand miteinander Spaß gehabt hätte. Also ich auch nicht an Fremdtexten und auch nicht, also ich bin durchaus zu haben für gewisse Unterwerfungsspiele, aber nicht unter einem Regisseur. Die Schauspielerin ist es nicht geworden. Wie sehr können Sie denn jetzt da Ihren Traum als Kabarettistin auf der Bühne jetzt ausleben? Ich kann es sehr gut ausleben, weil es nie ein Traum war. Es ist was, wo ich reingestolpert bin und ich glaube, dann hat man so eine richtige Freude dran, weil ich bin nicht mit irgendwelchen Illusionen oder Vorstellungen oder Kindheitsfantasien, Idolen auf die Bühne gekommen. Es war etwas, wovon ich plötzlich festgestellt habe, das ist nicht schlecht, das gefällt mir und deshalb kann ich das ganz unbeschwert genießen. Mit dieser zunehmenden Popularität von der Lisa Eckert kommen natürlich viele, die sofort ihren Namen mit Provokation verbinden. Wenn Sie ein neues Programm angehen, steht da in erster Linie, mit welchen Dingen kann ich provozieren, damit ich jetzt auch meinem Ruf gerecht werde? Nein, gar nicht. Ich habe auch die Provokation nie als mein Handwerk erachtet. Ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass ich sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hatte und immer noch habe und meist gar nicht wissen, was die Leute als provokant empfinden. Und die Stellen, die für mich sehr, sehr provokant sind, sind es nicht für die anderen und umgekehrt. Ich habe meist nicht diesen Kompass, der mir das anzeigt, deswegen wäre es auch unsinnig zu kalkulieren, wo provoziere ich sie. Ich scheine sowieso keinen guten Riecher dafür zu haben und es kommt dann durch die Hintertür, was Leute plötzlich, wo sie baff und offenen Mundes da sitzen, wo ich es gar nicht vermutet hätte. Nein, darum geht's nicht. Jetzt darf ich aus meiner eigenen Erfahrung wiedergeben, als ich bei Ihnen im Kabarett gewesen bin, ich bin vielleicht 2-3 Mal zum Lachen gekommen, aber x-mal ist mir das Lachen im Halse stecken geblieben. Ist das jetzt auch in Ihrem Sinne? Das ist so eine Redewendung, mit der ich irgendwie nie so recht zufrieden war. Das klingt immer für mich wie ein missglückter Oralverkehr, von dem ich nicht will, dass es bei den Pointen so ist. Ich habe aber nie gesagt, dass ich das Lachen unbedingt will. Ich weiß, dass die Menschen bei mir die diversesten Reaktionen an den Tag legen und jeder führt sein Unterbewusstes anders ab. Ob es jetzt Lachen ist oder Weinen oder Schreien, was alles vorkommen mag im Publikum. Ich nehme jede Form von Regung, solange sich da irgendwas tut in den Leuten, wenn es auch nur innerlich und unsichtbar ist, ist das schön. Ist das schön für mich und ist das schön für die Leute. Wenn Sie so diese Regungen des Publikums so intensiv studieren, hat sich denn da jetzt auch Ihre Performance jetzt im Laufe dieser Zeit auch geändert? Seit 2015 stehen Sie auf der Bühne. Ich glaube schon, dass man am Anfang besser damit klarkommt, zu verstören. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass man im Laufe der Zeit immer mehr Wohlwollen sucht. Vor allem das Publikum wird größer, dieser Massenrausch wird größer und der funktioniert natürlich eher auf der Basis der Sympathie und nicht einen Saal von 1000 Leuten zu verstören. Das ist dann irgendeine spezielle Art von Kunst, aber nicht die meine. Also es ist schon eine fast drogenartige Erfahrung, glaube ich, wenn man zusammen sich mit 1000 oder sogar mehr Leuten in einem Raum verbindet und irgendwie d'accord ist. Das, glaube ich, ist mir jetzt wichtiger als früher, als wir aber teilweise noch zu fünft in einem Saal saßen und 4 verwirrte, versprenkelte mal was Neues ausprobieren wollten. Gehen wir mal zu der Jungen. Da war mir das noch egal. Aber ich glaube, der Zuspruch ist mir jetzt schon wichtiger. Streichen Sie auch aus Ihrem Programm Dinge raus, wo Sie sagen, das funktioniert jetzt so nicht? Ich streiche immer wieder, wenn ich es leid bin, aus diversen Gründen. Das kann sein, weil das Publikum nicht reagiert, aber manchmal reagiert es auch zu viel. Dass ich mir denke, na, da sind sie mir zu enthusiastisch und verstehen es womöglich falsch, dann streiche ich es auch, weil ich einfach, weil ich gern weitermachen würde und nicht minutenlange Applaus abwarten kann. Aber es wird immer wieder aktualisiert,
weil ich mich selber schnell langweile, Angst habe, das Publikum langweilt sich, wenn es um Sachverhalte geht, die jetzt schon ein halbes Jahr her sind. Ich bin schnell unzufrieden und möchte gern immer wieder was Neues drinnen haben. Die gebürtige Starrerin weiß, spielerisch zu provozieren, sie bricht Tabus und bringt manche so sehr in Rage, Lisa Eckert, dass sie Morddrohungen bekommen. Denkt man darüber nach, dass man vielleicht die Grenze des guten Geschmacks überschritten hat? Nein, und ich muss sagen, die Morddrohungen kamen maßgeblich aus dem privaten Bereich, wie sich dann herausgestellt hat. Geht man dann mit der Situation um? Ja, man wird ein bisschen paranoid, ja, aber es hat mich doch beruhigt, dass es da nie um meine Arbeit ging, sondern um persönliches Betragen. Nein, also man kann das ja gut einordnen. Die Morddrohung gehört ja mittlerweile schon ins Repertoire einer jeden Figur der Öffentlichkeit. Also manche sammeln die wie in einem Panini-Heft, ich tue das nicht. Aber den Leuten ist einfach unfassbar fad und es ist einfach schnell abgeschickt und dementsprechend lieblos und voller Rechtschreibfehler. Also so eine Morddrohung von früher mit aufgeklebten Buchstaben, da hätte ich vielleicht gesagt, na, interessant, das nehme ich jetzt ernst. Aber wer sein Gesäß nicht zur Post kriegt, kriegt es auch nicht zu meiner Tür. Insofern, pardon, wenn ich das jetzt nicht allzu ernst nehme. Eigentlich wollte Lisa Eckert Schauspielerin werden. Sie selbst sagen, dass sie 20 Mal von Schauspielschulen abgelehnt wurden. 2015 haben sie dann als zweite Frau unter den Künstlernamen Lisa Eckert die Poetry Slam Meisterschaft gewonnen. Gleich darauf folgte dann ihr erstes Soloprogramm. Doch der durchschlagende Erfolg kam erst über Umwegen, nämlich über Deutschland. Muss man sich die Knochenarbeit antun, erstmal im Ausland sein Können zu zeigen, um zu Hause Anerkennung zu finden? Ich glaube, keine Knochenarbeit, aber in Deutschland sind einfach 10-mal mehr Leute, die es zu mobilisieren gibt. Und ich glaube, wenn die Deutschen einmal einem von den unsrigen zuklatschen, dann wollen sich die Österreicher das nicht mehr entgehen lassen. Ich glaube, ich habe es eher so rumgemacht, dass die Österreicher dann mit eingestiegen sind, damit die Deutschen mich ihnen nicht ganz wegnehmen. Gott sei Dank, das war vielleicht eher mein Glück. Sie sind, sagen Sie, keine Kunstfigur, sondern Sie sind Kunst. Sie haben eine gewisse Kunstsprache. Ist es dann das, dass die Deutschen Ihnen dann vieles mehr verzeihen, dass Sie sagen, es ist eher so Österreicherin, das ist irgendwie eh so charmant, klingt eh wie Urlaub? Ja, gewiss. Also der Exot wird in mir immer gesehen. Gleichzeitig, glaube ich auch, sind sie aber auch davon angetan, wie wenig ich als Österreicher auftrete letztlich. Also es war nie irgendwie jetzt so das Gefühl, ich bin hier als Ausländerin, sondern es war mit einem gewissen Selbstbewusstsein, Deutsche, ich bin jetzt da, gewöhnt euch daran, aber ich habe sie jetzt nicht mit Austro-Ethno-Kabarett belästigt. Also manchmal mache ich das, da macht es mir auch Spaß, aber ich war dann doch mehr als die Österreicherin und ich glaube, sie haben beides beidermaßen geschätzt. Sie wohnen jetzt in Leipzig, haben dort eine Familie. Warum gerade Leipzig? Das weiß ich auch nicht. Das frage ich meinen Mann jeden Tag. Und ich glaube, dann schreibt er wieder eine Morddrohung, um mich von der Fragerei abzuhalten. Ich war nie wirklich wählerisch, was die Kulisse betrifft, vor der ich arbeite letztlich. Ich bin viel daheim, ich gehe ungern raus. Insofern war es mir völlig einerlei, wohin es mich jetzt verschlägt. Leipzig ist großartig, im Nachhinein habe ich festgestellt, weil es eine sehr bescheidene, uneitle Stadt ist, vor der ich noch ein bisschen glänzen kann und sie schaut ja gutwillig dabei zu. Also wenn es eine Morddrohung gibt von Ihrem Mann, dann führe ich das eher mehr zurück, nämlich diese Darstellung Ihrerseits, Ihres Mannes auf der Bühne, nämlich einer, der Taschengeld bekommt, dieses vertrinkt und in die Freudenhäuser trägt. Das muss man mal als Mann aushalten können. Ja, dass ich alles so ausplauder, wie es wirklich ist. Aber er ist sehr zufrieden damit. Ich gebe zu, er ist es nicht eins zu eins, mein Mann, wie er auf der Bühne dargestellt wird und wie der zu Hause. Aber es ist mein voller Ernst, wenn ich sage, er liebt diese Bühnenfigur und er versucht seither immer mehr wie sie zu werden, weil er denkt, dass der ein besseres Leben hat als er aktuell. Hält er dann diese Lisa Eckert auf der Bühne auch zu Hause im Privaten so aus? Ja,
aushalten, aber nicht im finanziellen Sinne, weil, und auch das ist nicht gelogen, er kriegt ja sein Taschengeld. Aber ja, er erträgt das mit Geduld und Würde. Und ich glaube, so einen fände ich nicht nochmal. Anscheinend dürfte es jetzt auch mit den Fernsehanstalten so sein. Früher sind ihre Programme zensuriert worden, Dinge rausgeschnitten worden. Mittlerweile zeigen die auch Mut zu Lisa Eckert, also zeigen das in voller Länge. Sie wissen ja nicht, ob es in voller Länge ausgestrahlt wird. Ich weiß, dass da immer wieder Dinge fehlen, aber es ist ganz unvorhersehbar, was dann fehlt. Also es wird sehr erratisch, glaube ich, gekürzt. Und das darf man nie als ein Jammern empfinden. Ich finde es wirklich in Ordnung, wenn was geschnitten und gekürzt wird. Man muss dann nicht immer gleich Zensur schreien. Vor allem, es sind öffentlich-rechtliche Sender, die müssen nicht die unzensurierte Lisa Eckert ausstrahlen. Das wollen selbst manche meiner Fans nicht. Insofern finde ich das in Ordnung, wenn man ein bisschen für die Familientauglichkeit sorgt. Apropos Kind, auch immer mit dabei, auch wir sitzen hier in der Garderobe bei einer Veranstaltung in Gleisdorf, ihre Mutter schaut auf das Kind. Das heißt, früher hat man gesagt, das sind so sogenannte Zirkuskinder, die müssen einfach da mit. Ja, das wird er. Also beim nächsten Programm, so er gehen kann, er ist eher ein gemütlicher, aber ist schon eine Statistenrolle für ihn vorgesehen. Und er ist dann befugt, mir eine Waffe auf die Bühne zu bringen zum Ende der ersten Hälfte. Mal sehen, ob er das möchte oder nicht. Aber ich finde das humaner, dass er direkt zu mir auf die Bühne kommt, als wenn ich irgendwelche Bilder von ihm auf Facebook posten würde. Das nicht, er soll gleich wirklich auf die echten Bretter kommen. Also im Endeffekt nehmen ja die Kinder dann ihre Eltern normalerweise zum Vorbild. Wie wird ihr Sohn dann reagieren, wenn er das mitbekommt, was die Mutter auf der Bühne macht und sagt? Naja, das ist ja für ihn die Norm. Ich glaube, er wird sich eher fragen, was machen denn die anderen, wenn sie nicht dauernd auf der Bühne sind? Und vor allem, was sind das für andere Kabarettisten? Wieso sind die so trist und traurig angezogen? Ich glaube, vor allem diese flamboyante Kleidung, wo er eher denken würde, sie geht ins Freudenhaus, die Frau Mama, zum Arbeiten, dürfte ihn verwirren. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es ihm, weil Sie sagen Vorbildfunktion, dass es ihm die Wichtigkeit des Lachens und des Humors nahe bringt. Das wäre für mich das einzig Bedeutsame. Ich hatte Angst, sogar noch schwanger Angst, dass ich so eine verrückte Mutter werde, die nur auf Einser pocht und auf gute Noten in der Schule. Wirklich, ganz ehrlich, mir ist es nur wichtig, dass er lacht. Das ist alles, was zählt. Spürt man das schon bei einem Einjährigen? Bei ihm tatsächlich, ja. Also er lacht, dass ich manchmal glaube, uns ist der neue Dalai Lama geboren. Und weint nicht. Es hat etwas Dämonisches, aber was schön Dämonisches. Und ich darf noch anführen, weil ich es mit den eigenen Augen gesehen habe, das Spielzeug, es ist höchst musikalisch, nämlich Kindermusikbücher mit Musik von Jacques Brel und ab. In ihren Programmen kokettieren sie stets mit unserer kaiserlichen Vergangenheit. Sie selbst würden sich in der Rolle einer Kaiserin gefallen. Lisa Eckert, der Größenwahn scheint sie zu reizen. Woher rührt denn dieser Hang zur Herrschaft? Reizt sie die gute alte Zeit der Monarchie? Auf jeden Fall. Also ich gedenke auch, es wieder aufzuerrichten, aber es ist nicht nur Nostalgie. Ich meine, dass es tatsächlich, und das auch ganz im Ernst, die beste Staatsform ist. Also eine konstitutionelle Monarchie mit einem verrückten, exzentrischen Monarchen, der aber nur nicht auf die Idee kommen soll, selber zu regieren. Das ist schon wichtig. Ja, das machen die Parlamentarier, Politiker, die sich auskennen. Aber wie die ERV ja auch schön singt in Wo ist der Kaiser? Wir brauchen ein Idol. Also was sie dem Volk in den Mund legen, diesen Ausspruch. Und das meine ich auch. Und ich würde jederzeit für diese Rolle parat stehen und werde das mal ausprobieren ab nächsten Herbst, wo ich ja zumindest auf der Kabarettbühne mal in die Rolle der Kaiserin schlüpfe. Und wenn die Leute das wollen, gerne auch tatsächlich dann im echten Leben. Echtes Leben, eine Kaiserin wird wahrscheinlich weit hergeholt sein, aber Politik würde sie interessieren? Ja, eben nicht tatsächlich in diesem Sinn. Also ich habe einen absoluten Willen zur Macht, aber nicht die geringste Lust zu regieren. Und das, glaube ich, ist perfekt für einen Kaiser, weil ich Hintergrund eben meine Staatsmänner habe und ich bin lediglich Projektionsfigur für das Volk, wo sie ihre Liebe und ihren überschüssigen Hass abladen können, während im Hintergrund vernünftige Sozialpolitik gemacht wird. Kaiserlich sitzen Sie mir auch gegenüber, outfitmäßig. Stimmt es, dass Sie im Endeffekt nur Secondhand kaufen und tragen?
Ja, so das möglich ist, in der Tat. Aber auch das möchte ich jetzt nicht irgendwie weltverbesserisch verklären, sondern ich meine, dass die Mode einfach trister geworden ist in den letzten 30 Jahren und ich mich hauptsächlich da irgendwie an den 80ern orientiere, wo es noch ein bisschen farbenfreudiger hergegangen ist und deswegen ich da einfach besser fündig werde. Ich finde es auch dramatisch, dass meine liebsten Secondhand-Portale jetzt seit neuesten mir immer wieder, wenn ich draufgehe, entgegenklatschen, dass ich die Welt zu einem besseren Ort mache. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach besser aussehen. Das ist meine einzige Motivation. Die macht die Welt im Hintergrund eh besser. Auch nicht, dass Sie mit der Bahn fahren. Auch das ist im Endeffekt was Pragmatisches. Absolut, ja, weil ich da einfach viel mehr Freiheiten habe und selbst mit dem Auto zu fahren, wie ich auch auf der Bühne sage, also ich fahre sehr schlecht, deswegen, wenn ich wen umbringe, dann soll es bitte Mord sein und kein Unfall. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich irgendwie in eine Situation komme, wo ich alles vermeintlich richtig und ethisch korrekt mache, aber immer aus den niedersten Gründen und Trieben. Wenn Sie zurückblicken, Sie haben es selbst erlebt oder erzählt, bei den ersten Auftritten 5 Leute im Publikum, heute ist überall ausverkauft bei Lisa Eckert. Welcher Zustand ist Ihnen jetzt lieber, Menschen zu erobern? Oder jetzt werde ich zur Kommerzmaschinerie, da fließt auch das Geld. Es ist tatsächlich so, dass ich mit dem nächsten Programm gerne hierzulande oder zumindest im deutschsprachigen Raum aufhören möchte, weil ich den Eindruck habe, die Bekehrten sind bekehrt oder die Bekehrbaren und die anderen sind unbelehrbar. Und deshalb würde ich nach diesem Programm in der Tat, die Eroberungslust hat mich erneut gepackt, möchte ich gerne noch einmal von vorne beginnen und zwar in Frankreich. Weil ich denke, von jetzt an, es würden neue Pointen folgen, aber es wäre dennoch eine Wiederholung letztlich, auch für die Menschen. Und deswegen werde ich mal kurzzeitig ins Exil gehen und dann zurückkehren und schauen, ob ich ihnen womöglich etwas Neues bieten kann. Ihr neues Buch bezieht sich ja auf Paris, wo Sie ein Jahr lang gelebt haben. Von der Presse im Endeffekt jetzt so kritisiert, dass man sagt, unverständlich. Also was ist da in dem Kopf vorgegangen von der Lisa Eckert? Sehen Sie das auch so? Ich habe mir eigentlich nur erhofft, dass es meine Sehnsucht nach Frankreich lindern würde. Und das ist genau ins Gegenteil umgeschlagen. Und ich bin davon überzeugt, es ist allen Zweitlingen immer ein hartes Los beschieden. Also wenn man sich anschaut, Junge Römer von Falco und heute sagt man, das ist das wahre Meisterwerk oder das Neue Testament. Eigentlich auch ein zweiter Teil, der ist total verrissen wurde und ich bin mir aber sicher, wenn auch posthum, dann wird Boom das neue Buch auch als der Klassiker anerkannt, der er eigentlich ist. Also mein Favorit ist es. Mein heutiger Gast im Gesprächsstoff von Radio Steiermark, Kabarettistin und Buchautorin Lisa Eckert, geboren in Leoben, erfolgreich im gesamtdeutschsprachigen Raum und das nur in wenigen Jahren. Sie haben im Kabarett ein Genre kreiert, das Sie unverwechselbar und kaum kopierbar macht. Womöglich, ja. Also es war nicht das war nicht der Plan. Es war schlafwandlerisches Geschick womöglich. Aber in der Tat, man wird einige Figuren in der Geschichte finden, die diesen Weg gewählt haben. Bei nicht allen hat es funktioniert, bei mir schon. Und ich bin dankbar dafür. Ich sage Dankeschön fürs Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und vergessen Sie mir bitte nicht die Steiermark. Aber da sind im Endeffekt ja auch die Eltern und die Oma auch noch zu Hause. Die werde ich nicht.